Wieder einmal zum Bodensee und Treffen alter Schulfreunde. Acht Uhr früh, gutes Wetter und Wolkenzug. Beste Bedingungen für schöne Zeitrafferaufnahmen. Raus aus dem Bett, fertig machen, frühstücken und hinaus zur Mettnau. Der Großraum Radolfzell hat einige Naturschutzgebiete. Zuvor ein Besuch im Stadtgarten. Wegen der Bahnhofsnähe wird diese Fläche auch schönster Wartesaal Deutschlands genannt. Vielfach bekannt ist das Naturschutzzentrum Mettnau. Die ehemalige Vogelwarte wird nun vom Max-Planck-Institut verwaltet. Die Plattform auf dem Aussichtsturm bietet einen Überblick auf diesen Lebensraum. Weiter nordöstlich liegt der Mindelsee. Ziele des Naturschutzes dort sind die Erhaltung der Lebensräume für viele Pflanzen und Tierarten. In Möckingen verbrachte meine Familie mehrfach den Urlaub. Der Bodensee ist das ganze Jahr über ein Wasservogellebensraum von internationaler Bedeutung. Während der Brutzeit ist der südliche Teil dieser Halbinsel gesperrt. Auch vom Wasser darf die Radolfzeller Achmündung nicht angefahren werden. Jeweils von September bis März werden Führungen in dieses Gebiet angeboten. Immer am Mittwoch und Samstag gibt es den Radolfzeller Wochenmarkt vor dem Kirchplatz. Ich habe diesen Marktplatz von früher noch gut in Erinnerung. Man erhält regionale Produkte direkt vom Erzeuger. Die angebotenen Obst- und Gemüsesorten aus Reichenau bestechen durch Größe und Geschmack.